Herzlich willkommen zu Reklame Nonstop auf Kurbel TV. Mein Name ist Harry. Der letzte Tag von 2014 ist angebrochen und wir starten natürlich mit unserer Silvestersendung und passend zum Thema Ein Herz und eine Seele. Ein Herz und eine Seele ist eine deutsche Fernsehserie, die in den 1970er Jahren vom WDR nach der Idee von Johnny Spaeth produziert wurde. Autor der Serie ist Wolfgang Menge, bekannt unter anderem durch die Fernsehserie Stahlnetz und den Film Das Millionenspiel. Menge hat das englische Vorbild Till Death Us Do Part auf deutsche Verhältnisse übertragen. Entwickler Johnny Spaeth wurde aus rechtlichen Gründen im Abspann von Ein Herz und eine Seele genannt. Menge passte das Format den deutschen Verhältnissen in der Studentenrevolte entsprechend an, übernahm aber die Namen der Figuren aus Till Death Us Do Part. Alfred heißt im Original Alf. Michael heißt Mike. Else und Rita haben in beiden Serien denselben Namen. Auch die anrufbare Telefonzelle stammt aus der Vorlage, jedoch gab es solche Zellen zur damaligen Zeit in Deutschland nicht. Hallo? Also als ob ich jetzt geahnt hätte. Ich wollte schon nicht abnehmen. Ich hatte so ein Gefühl, dass Sie das sind. Ja. Ja, hier ist Frau Hennig. Sie wollen Ihren Mann sprechen. Ja, ja, das habe ich mir gedacht. Ich will Ihnen was sagen. Ich lege auf und dann lasse ich jetzt klingeln, bis er was hört. Und bis er kommt, habe ich mich versteckt. Ja gut, also dann klopfe ich einmal ans Fenster, aber dann laufe ich weg. Erklärt wurde dies damit, dass der Bruder von Frau Bodensky Postmitarbeiter sei und die Telefonzelle für die Nachbarschaft so eingestellt hat. Fernsehgeschichtlich bedeutsam war indes die Übernahme des Sitcom-Formats ins deutsche Programm. Auch war es die erste Fernsehserie, die sich mit dem politischen Geschehen der damaligen Zeit auseinandersetzte. Die Serie war kammerspielartig oder volksbühnenartig und arbeitete mit einem Minimum an handelnden Personen. Die derbe Sprache und zotigen Gags sowie die ideologische Polarisierung der Protagonisten mit Anspielungen auf die aktuelle politische Situation waren für das Fernsehen einerseits noch ungewohnt, gelangten andererseits nach anfänglicher Kritik schnell zu großer Beliebtheit. Die Resonanz auf die Serie war unterschiedlich. Der Großteil der Zuschauer sah die Serie als Satire auf spießige Kleinbürger und den Charakter Alfred als Anhäufung negativer Eigenschaften an, was auch der Intention entsprach. Einige verkannten jedoch auch die Ironie und fühlten sich durch Alfred Tetzlaff in ihrer reaktionären Sichtweise bestärkt und hielten fest, dass Alfred all das sage, was sonst niemand auszusprechen wage. Wolfgang Menge hoffte damals, dass die Zuschauer Ähnlichkeiten zwischen der Berichterstattung der Bild-Zeitung und Menges Monologen bemerken würden. Der damalige Postminister Horst Ehmke verglich in einer Bundestagsdebatte im Februar 1974 den CDU-Politiker Alfred Dräger mit Alfred Tetzlaff. Ein Herz und eine Seele hat einige Besonderheiten. Blicken wir mal hinein. Was sagt er denn zu dem Exhibitionisten? Ich hab noch gar nichts erzählt. Zu was? Hat mich hier nichts gesagt? Hinten am Prinzenpark. Running Gag in der Serie ist die ominöse Nachbarin Frau Surbier,
die mehrfach in diversen Folgen erwähnt wird, jedoch nie in der Serie zu sehen ist. Es wird jedoch deutlich, dass zwischen Alfred und ihr eine große Abneigung besteht, da sie SPD-Mitglied und zugleich Hausbesitzerin ist und sogar schon einmal demonstriert hat, wenn auch nur gegen die hohen Preise. In Folge 21 hat allerdings ihre Nichte Ruth einen Auftritt. Hildegard Kregel und Dieter Krebs waren, während die Sendung lief, auch privat miteinander liiert. Lange Zeit war nicht klar, ob Folge 11, der Sittenstrolch, wirklich noch einmal als Folge 21 in Farbe gedreht wurde oder ob es sich um eine Wiederholung der Schwarz-Weiß-Version handelte, die fälschlich als Farbfassung angekündigt wurde. Im Archiv des WDR ließen sich keine Hinweise, geschweige denn ein Sendeband zu dieser Folge finden. Erst im Juni 2005 wurde die Folge bei Recherchen des Magazins digitalmovi.de unter Mithilfe von zuschauerpost.de im Archiv des SWR wiedergefunden, da die Folge als einzige vom SDR und nicht vom WDR produziert wurde. Mein Gott. Rita, lass doch die schweren Sachen für Michi. Der muss doch jeden Moment kommen. Na, der ist schon da. Na, dann sag ihm, er soll dir reintragen helfen. Da bist du ja. Ich hab gerade zu Rita gesagt. Ich hab nichts gehört. So, was soll das eigentlich alles? Willst du hier einen Supermarkt aufmachen? Hältst du mich für bekloppt? Na, wenn ich ehrlich sein soll. Du doch geht. Gestern haben sie Frau Fechner schon verboten, Auto zu fahren. Denn nicht nur Frau Fechner. Diese Regierung ist ja nicht mal fähig, der Bevölkerung genug Benzin zu verschaffen. Allen war gestern das Autofahren verboten, auch mir. Du hast doch gar kein Auto. Ja, das ist ja gerade. Da kannst du mal sehen, was das für eine Regierung ist. Die verbietet sogar Leuten das Autofahren, die nicht mal eins haben. Nachdem die Serie vom ersten Programm der ARD übernommen wurde, wurden 4 ältere Folgen in Farbe neu gedreht, um sie noch einmal einem bundesdeutschen Publikum zu präsentieren. Dabei wurde der große Plot jeweils übernommen, die Dialoge und Witze jedoch überarbeitet. Auch die sonstigen in Farbe gedrehten Folgen enthalten meistens inhaltliche Parallelen zu älteren Folgen. So sind beispielsweise in den Folgen Frühjahrsputz und der Fernseher längere Textpassagen, in denen Alfred Michael den Berliner Mauerbau erklärt, inhaltlich identisch. Auch gibt es zwischen Der Ofen ist aus und Das Hähnchen große Parallelen. Ein weiteres Beispiel ist die Szene mit Elses Kleid in Silvesterpunsch und Silberne Hochzeit. 3 Kurzfilme sowie bisher unveröffentlichtes Material zeigen Alfred Tetzlaff erstmals als Pantomimen. Die Kurzfilme wurden in Alsdorf im Kreis Aachen gedreht. Im Hintergrund sind unter anderem die Kühltürme der Kokerei Anna zu erkennen. Weiteres unveröffentlichtes Material sowie die erste Szene aus Zebrastreifen wurde zudem auch in Aachen am Wehrhaften Schmied gedreht. Diese Einspieler wurden mit der Titelmelodie der Serie unterlegt. Bei Zebrastreifen wurden zusätzlich die ersten 30 Sekunden mit dem Stück »Spiel mir das Lied vom Tod« von Ennio Morricone und einem zusätzlichen Geräusch eines bremsenden PKW unterlegt. Zu der Zeit war es üblich, Szenen auf 16mm Film aufzunehmen und dann auf Romatikbänder umzukopieren, um daraus einen fertigen Beitrag zu schneiden und nachzuvertonen. Für solche Zwecke, wie in diesem Fall, wurden Ü-Wagen eingesetzt, die mit entsprechender Technik ausgestattet waren. Kurzfilme wurden vom WDR-Programmplaner Klaus Kunde Neimöth bei der Recherche nach der Farbversion von Sittenstrolch zufällig im WDR-Archiv entdeckt. Ein aufmerksamer Archivar hatte zuvor diese bei der Sichtung der beliebten Serie zuordnen und richtig betiteln können und somit seien die seltsamen Filme auch unter Ein Herz und eine Seele zugänglich gewesen, so Klaus Kunde Neimöth in einem Interview gegenüber WDR.de. Rita arbeitet in einem Kaufhaus in der Kosmetikabteilung. In der Serie wurde nie eine Folge gezeigt, in der Rita in dieser Abteilung arbeitet. Zwischen 1980 und 1983 wird das jedoch nachgeholt. In der Serie 6 Richtige, die im nordrhein-westfälischen Regionalfenster WWF der ARD lief, geht die Familie Richtig
in die Kosmetikabteilung eines Kaufhauses und wird dort von Rita Hildegard Krekel bedient. Sie sprüht Opa richtig mit diversen Parfums ein, bevor sich die Familie für eins entscheidet. Indirektes Spin-off. Jackie Schwarz und Rotraud Schindler treten darin als Ehepaar Arnold und Edith Tetzlaff auf. Geschrieben wurde die Serie wiederum von Wolfgang Menge. 6 Richtige. Mutter Richtig soll heute als Zeugin aussagen und ihr Partner ist Wolfgang Völz. Um 19 Uhr zeigen wir Ihnen dann die 2. Folge der französischen Krimiserie Rendezvous mit dem Tod. Gib aufs Bild! Was guckt ihr euch denn an? Ein Krimi. Und wir können ihn sogar hören, wenn du nicht dazwischen fassen würdest. Ist ja mal wieder die Liebenswürdigkeit. So, jetzt sind wir wieder am Ende unserer letzten Sendung für 2014 angelangt. Ich wünsche euch alles Gute für 2015. Bis zur nächsten Sendung im kommenden Jahr. Ciao. Der schenkt ihn doch alles. Das ist dumm, was? Das habe ich nicht behauptet. Für seine Verhältnisse ist er so ja schlau. Er kann ihm nicht leugnen, dass er aus dem Keller kommt. So einer lässt sich eben vom Reichtum beeindrucken. Das fängt mit dem roten Teppich an und endet im Élysée-Palast.